Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir haben uns bei MyTabak unseren eigenen Tabak konfiguriert und da wollen wir heute ein bisschen mit euch drüber quatschen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und wenn einer eurer Freunde auch bei MyTabak bestellen will, schickt das Video rum. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, heute unsere eigene Tabakkonfiguration. MyTabak hat ja diesen Tabakkonfigurator, wo ihr euch eure eigenen Geschmackssorten zusammenmischen könnt. Und ich würde sagen, als erstes suchen wir uns mal ein paar Sorten aus, die in unseren Tabak rein sollen. So, servus Leute. Wie gesagt, wir kommen erstmal zu der Seite und unserem Bestellvorgang. Ich winke euch mal mit der Maus. Hallo. Ja. Also, das ist die Seite von mytabak.de. Hier oben steht es nochmal. Es gibt folgende Rubriken. Man kann hier auf den Tabakmixer gehen, kann sich schon die Lieblingsmixe angucken und man kann die Kohle bestellen. Und weil wir das Ganze heute am Black Friday aufnehmen, kann man auch noch auf Black Week Angebote gehen. Man kriegt Versandkosten gespart und kann Kohle kaufen. Also nicht die krassesten Black Friday Deals, aber darum geht es ja auch nicht. Wir wollen hierhin unseren eigenen Shisha-Mixer erstellen und wir gehen mal auf den Tabakmixer. So, hier seht ihr die ganzen Sorten. Ich lese die jetzt nicht alle vor, dafür sind es zu viele, aber wir wollen auf so ein paar eingehen, die vielleicht ein bisschen besonders sind, die man vielleicht nicht so oft sieht. Zum Beispiel schon oben, was mich sehr gecatcht hat, Brombeere. Fand ich sehr, sehr interessant. Ansonsten gibt es halt viele, viele Standardsorten. Ihr könnt euch auch euren typischen Cola-Anis-Tabak mischen. Ja, jeder kocht das gerne, jeder weiß das. Naja, also es gibt auf jeden Fall einige Sorten. Was fandst du noch besonders so von Sorten her? Also mich hat auf jeden Fall direkt von Anfang an gecatcht, dass es einfach so eine Kaktusnote gibt. Also so einen Kaktus dabei zu haben, ist schon mal was anderes. Ja. Macht auf jeden Mittlerweile gibt es ja schon einige Kaktussorten. Ja, aber es macht irgendwie so etwas besonderer. Wenn du jetzt zum Beispiel Bock hast auf Love 66 und fragst dich, wie schmeckt der zum Beispiel einfach mit mal mit Kaktus, wäre es auf jeden Fall eine coole Option gewesen, da mal drauf zu klicken. Ja. Was ich cool fand, einfach war auch so einfach eine reine Schokoladennote oder auch eine rote Traube oder... Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Also ich meine, wir wissen halt nicht, ist es jetzt wirklich eine schwarze Traube oder ist es eine grüne. Sorten, die wir vermisst haben, uns ist bis jetzt nur in den Kopf gekommen, Litchi. Ja, das hätten wir uns vielleicht noch gewünscht hier, weil wir haben vorhin zum Beispiel wieder den Gaza geraucht, den Blaubeere-Litchi-Tabak von Cavaliers oder Entschuldigung, CV. Das wäre vielleicht noch ganz interessant gewesen. Aber wir wollen uns auf jeden Fall jetzt mal einen Tabak mixen. Wir zeigen euch aber erstmal noch hier, dass ihr das auch noch anders filtern könnt. Was besonders interessant war, war Zitronenminze und Traubeminze ist ein Gewürz. Okay, ja, aber gut, da ist halt die Minze drin und ja, Minze könnte man eventuell als Gewürz nehmen, aber dann wäre auch Tee oder sowas ein Gewürz. Also keine Ahnung. Tee, ja, so eine Teenote oder so eine Bergamottnote, das wäre vielleicht auch noch was, was man da mal mit reinpacken könnte. Aber im Endeffekt sind hier in den Kategorien auch nur die ganzen Sorten, die ihr vorher schon gesehen habt. Aber man kann es halt nochmal ein bisschen schöner sortieren. Beliebt fand ich ganz interessant. Da ist nämlich auf jeden Fall schon mal eine Sorte drin, die wir uns so dachten, da würden wir gerne einen Tabak mitmachen. Süßer Apfel. Ja? Wie ihr wisst, Warren raucht ja extrem gerne eigentlich so Apfeltabak, aber steht gar nicht auf Lakritze. Also Doppelapfel ist da nichts. Und deswegen packen wir mal den süßen Apfel da auf jeden Fall mit rein. Aber die anderen zwei Sorten, die uns so in den Kopf gekommen sind, sind hier schon gar nicht mehr dabei. Deswegen gehen wir wieder auf alle. Ja, die zweite Sorte? Ja, die zweite Sorte haben wir, wie wir schon direkt am Anfang festgestellt haben, Brombeere ausgesucht. Brombeere hatten wir eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, aber es klingt eigentlich ziemlich interessant. Einfach mal so zu gucken, was kann Brombeere als Aroma, wäre es lecker, eventuell auch in anderen Tabaksorten das zu sehen. War auf jeden Fall etwas, was uns so in den Kopf gesprungen ist und dachten wir uns, ja, packen wir auf jeden Fall rein, kann eventuell ganz gut werden. Ja, und vor allem, wer von euch hatte schon mal einen süßen Apfel- und Brombeertabak? Ja, also hört sich ja erstmal relativ special an, würde ich sagen. Ich kenne auf jeden Fall keinen Tabak, der aus Brombeere und süßem Apfel besteht.
Ja, weil wir das Ganze nicht überladen wollen, ihr könnt bis zu 5 Sachen reinpacken, also ihr könnt euch auch, machen wir das gerade nochmal, ihr könnt euch auch euren Anis, Lakritz, weiß ich auch nicht, warum das 2 sind, wahrscheinlich ist Lakritz ein bisschen süßer, Schokolade, Vanille, Zitronenkuchen-Tabak mixen, wenn ihr das wollen würdet, weil 5 ist das Maximum. Also mehr als 5 geht nicht. Und was man auch noch dazu sagen muss, die Dinge werden nach verschiedenen Skalen gemischt. Also wir haben ja mit dem lieben Hersteller gesprochen auf der Intertabak letztens. Und zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel Schokolade reinpacken würdet, dann wäre das halt weniger dosiert als irgendwas, was vielleicht weniger intensiv ist wie jetzt Zitronengummi. Ich weiß nicht, welche Sorte, welche Skala benutzt. Aber auf jeden Fall wird das nicht einfach, also es würde nicht von jeder Sorte ein Fünftel in den Tabak reinkommen. Da wir aber uns wirklich ein Bild machen wollen, ob das ganze Zeug taugt, haben wir uns gegen unseren Lakritz, Anis, Zitronenkuchen, Vanille und Schokoladentabak entschieden und bleiben, wie gesagt, bei unserem Brombeere. Was ich auch gerne gehabt hätte, wäre Heidelbeer, aber das gibt es ja doch schon in der einen oder anderen Tabaksorte. Wo ist unser süßer Apfel? Da ist der süße Apfel. Und wie gesagt, wir wollen wissen, was taugen die einzelnen Sorten. Deswegen dachten wir uns, gut, wir klatschen das nicht so übel voll, sondern nehmen noch ganz klassisch Minze mit rein. Ja, das war also das, was wir uns jetzt ausgedacht haben. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Warenkorb. Da seht ihr das Ganze. Okay, hier wird direkt ein Kilo Kohle mit reingehauen. Das will ich auf jeden Fall nicht, aber ich schätze mal, man kann es rausnehmen. Ja, okay. Das Ganze kostet dann 20 Euro für 200 Gramm. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber auf der anderen Seite, wo bekommt ihr einen Brombeer, süßer Apfel, Minztabak? Ja, ich kann es euch sagen, nirgendwo. Ja. Nur hier. Und auch euren Lakritz, Schokolade, Anis, Zitronenkuchen und noch was Tabak. Also wäre auf jeden Fall auch mal interessant, das zu probieren. Ja, jede Dose enthält 200 Gramm, wie das hier schon steht. 50 Euro Bestellwert ist dann auch versandkostenfrei. Und Leute, natürlich, es ist Tabak über 18. Ja, wir werden das Ganze jetzt bestellen und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Aber zuerst müssen wir unserem Tabak natürlich noch einen Namen geben. Probieren wir mal ein paar Zufallsnamen aus. Süßer Apfel-Orient-Mix. Das ist schon mal nicht schlecht an. Finde ich ganz gut. Süßer Apfel DMX Mix. Keine Ahnung, was DMX jetzt sein soll. Minze Haze Buster Mix. Okay. Brombeer Porn Mix. Das hört sich doch geil an. Wollen wir den Brombeer Porn nehmen? Brombeer Porn Mix, ja. Ja, dann oder? Dann können wir auch Sicke Porns über den Tabak drehen. Ja, auf jeden Fall. Also, der Brombeer Porn Mix wird auf jeden Fall bestellt. Wir bestellen das Ganze jetzt. Unsere Lieferdaten kriegt ihr aber nicht gezeigt. Und dann geht's jetzt weiter, wenn der Tabak ankommt. Bis dann. 4 Tage sind jetzt vorbei, der Tabak ist jetzt in unseren Händen und wir haben den Brombeer-Porn-Mix konfiguriert. Dieses Inlay ist ziemlich schön, also ihr habt hier noch so einen Deckel, einen Plastikdeckel, der aber wirklich absolut gut verschließt. Also auslaufen wird die Dose auf jeden Fall nicht. Ja. Und was man dazu sagen muss? Die ist auf jeden Fall richtig gut verarbeitet. Das ist mega massives Plastik. Für so eine Plastikdose auf jeden Fall mit das Beste, was man kriegen kann. Gerade mit diesem Inlay, mit diesem Verschlussdeckel, der da noch drin ist. Auf jeden Fall mega gut. Preislich liegt das Ganze bei 19,90 Euro für 200 Gramm. Also eigentlich eher auf der teuren Seite. Aber dadurch, dass man sich das alles selbst konfigurieren kann und jeder Mix für einen selbst gemischt wird und da nichts irgendwie vorgefertigt ist, außer natürlich die fertigen Sorten, die man von MyTabak auch kaufen kann, finde ich das auf jeden Fall gerechtfertigt und sauer solide. Ja. Die gefertigten, also vorgefertigten Sorten, die es bei MyTabak auch noch zu kaufen gibt, kosten dann nur 16,90 Euro für 200 Gramm, sind dann also wieder normal auf dieser typischen True Passion und Co. Seite. Aber auf jeden Fall, will man selber was konfigurieren, ist es natürlich ein paar Euro teurer, also 3 Euro teurer kann man verschmerzen, wenn man dafür das rauchen kann, was man am Ende rauchen will. Genau, und es ist ja auch einfach mehr Aufwand und der Aufwand muss bezahlt werden und von daher auf jeden Fall okay. Ich würde sagen, wir machen das wie bei den anderen Reviews jetzt einfach weiter. Der Warren riecht mal dran, ihr guckt euch bei mir ein bisschen die Wolken an, aber ihr habt es ja schon gesehen, Rauch auf jeden Fall gut. Achso, nebenbei blenden wir euch natürlich noch den Kopfbau ein, dann guckt ihr euch Schnitt und Feuchtigkeit an. Schnitt ist mittel bis fein, also geht auf jeden Fall klar, ging in jedem Kopf klar, muss man dazu sagen. Ich finde ihn jetzt in dem Kasar ein bisschen intensiver, als der im Tonkopf war. Und Feuchtigkeit ist meiner Meinung nach ein Ticken zu viel. Also es könnte ein bisschen weniger Molasse sein. Beim Geruch kann man auf jeden Fall dazu sagen, es riecht sehr stark nach einem süßen Apfel mit so einer minzfrischen Note,
Die Brombeer rieche ich jetzt allerdings beim Schnuppern nicht so wirklich raus. Also die schwingt eher so im Hintergrund mit, aber es ist nicht wirklich so, bam, okay, da ist Brombeer drin. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, wenn man die Dose aufmacht und ein bisschen weiter entfernt stehen hat oder offen lässt, riecht es irgendwie nach Kokos. Das fand ich etwas komisch, wo ich mir dachte so, wie kommt da Kokos rein? Also ich meine, das war ja nicht im Konfigurator drin, aber für mich auf jeden Fall hat es so ein bisschen nach Kokos gerochen, was ich mega komisch fand. Ja, für mich der Geruch auch eher ein süßer Apfel. Das mit dem Kokos hatten wir, ich finde es jetzt nicht mehr so. Ich finde aber, als die Dose ankam und wir aufgemacht haben auf dem Tisch, dann dachte ich auch so, hä, ist das Kokos? Aber ja, keine Ahnung, woher das kommt, aber ist auch gar nicht so ein großes Problem, kommen wir gleich auf jeden Fall zu. Weil, wenn man die Dose jetzt ein paar Tage da hat und dran riecht, riecht man auf jeden Fall eine krasse süße Apfelnote, die sehr, sehr geil rüberkommt, finde ich. Das ist nicht so unbedingt so ein krass grüner Süßigkeitenapfel, das sind nicht diese süßen, diese ne, grünen Apfelringe, die man so kennt, sondern eigentlich eher ein relativ natürlicher grüner Apfel, auf jeden Fall natürlicher als die meisten anderen. Und ich finde, er hat so eine, ich will nicht sagen komisch, aber besondere Note im Hintergrund, die ich als Brombeere interpretieren würde. Ich mache direkt weiter mit dem Geschmack. Da ist auf jeden Fall nichts von Kokos zu schmecken. Definitiv nicht. Keine komische, cremige Kokosnote oder so. Und im Kasar kommt die Brombeernote ziemlich geil rüber. Ich habe vorher nie Brombeere geraucht, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, richtig geil, dass man sich das selbst konfigurieren kann. Weil ansonsten kriegt man ja selten Brombeertabak zu rauchen. Süßer Apfel kommt auch gut durch. Ich würde sogar sagen, so einen Ticken mehr als die Brombeere. Und mir schmeckt unser Brombeer-Porn-Mix auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, für mich war es am Anfang noch so, was ich gerade eben noch nicht gesagt habe. Es hat leicht parfümig gerochen am Anfang. Mittlerweile gar nicht mehr so stark, aber zu den Anfangszeiten auf jeden Fall. Auch beim Geschmack kam so teilweise die parfümige Note in den ersten 2-3 Köpfen rüber. Mittlerweile aber gar nicht mehr. Also mittlerweile schmeckt er wirklich, gerade in dem Kasar jetzt mit dem Vollkontakt, schmeckt er wirklich nach einem leckeren Brombeer / süßen Apfel / Minzmix. Die Minze würde ich mir vielleicht ein Ticken intensiver vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Also da fehlt vielleicht ein bisschen was, aber man kann einfach was reinmischen, dann hat man die Minznote, die man am Ende haben will. Trotzdem ein bisschen lasch von der Minze, muss ich dazu sagen. Trotzdem ein gelungener Mix. Ich finde es cool, dass man das machen kann und ich finde auch cool, dass man seine eigenen Tabaksorten zusammenstellen kann und am Ende wirklich etwas auf einen zugeschnittenen bekommt. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, ich werde mich da definitiv noch ein bisschen ausprobieren, weil unser erster Mix ist auf jeden Fall schon nice geworden. Und ich bin da auf jeden Fall gespannt, was man da noch so machen kann. Ich finde es eine sehr, sehr geile Idee. Die paar Euro, die man mehr zahlt, dass man sich da komplett selbst konfigurieren kann. Weil ich meine, wie viele Leute fragen uns so, hey, ich will irgendwie die und die Früchte, aber ohne Minze so. Und dann gibt es diesen Fruchtmix halt meistens nur mit Minze. Ja. Leute, bei MyTabak ballert euch einfach rein, was ihr möchtet und dann guckt mal, wie das Ganze ist. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich eigentlich so haben kann, ist, dass es ein bisschen zu viel Molasse ist. Es könnte ein bisschen mehr Tabak sein oder ein bisschen weniger Molasse sein. Ist aber auch schon alles, weil Schnitt ist geil, Rauch ist super, also kann man sich definitiv nicht beschweren. Man muss dazu sagen, der Kopf ist schon ein bisschen an, wir haben eben schon ein anderes Review gedreht. Passt auf jeden Fall alles. Ich finde es sehr geil, ich werde mir da noch ein paar Sachen zusammenmixen. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Bewertung, was gibst du unserem Brombeer-Porn-Mix? Also ich muss, bei der Bewertung muss ich ganz klar sagen, es sind eigentlich 10 von 10 Sterne, weil es genau das... Molasse? Ja gut, Molasse und auch allgemein, dass zum Beispiel die Brombeere in einem Tonkopf nicht ganz so gut durchkommt wie in einem Kasar, lässt schon wieder ein bisschen was zu wünschen übrig. Also in dem Tonkopf war es wirklich so, dass eher der süße Apfel im Vordergrund stand. Mittlerweile sind sie wirklich eher so auf 50-50 Basis. Von daher muss man auch wieder ein paar Sternchen abziehen. Also ich würde allgemein sagen, für unseren ersten Tabakmix, dadurch, dass er so viel Molasse hat, 8,5 Sterne. Ja, so weit runter wollte ich jetzt gar nicht drücken. Ich hätte einen halben Stern abgezogen, weil es mir ein bisschen zu viel Molasse ist. Den Rest finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Ich würde sagen, einigen wir uns auf 9 Sterne. Ja. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr solides Urteil. Wie gesagt, die Idee ist geil, Leute. Probiert das gerne einfach mal aus. Wir verlinken euch die Seite unten drunter. Konfiguriert euch mal euren Tabak oder schreibt uns mal eure Lieblingskonfiguration in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr euch da so am liebsten zusammenmischen würdet. Und dann soll es das auch zu
unserem eigenen Tabak-Review gewesen sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao.